Da schäme ich mich sehr für. Das ist jetzt 3 Jahre her oder so. Und ich habe gedacht, ey, wie geil, Alter. Niemand hat bis jetzt seinen Playbutton zerschnitten. Zerschneid mal deinen Playbutton oder zertrümmer deinen Playbutton. Digga, wie dumm. Ey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich drehe dieses Video gerade mit meinem neuen Hintergrund hier. Also ich habe eben schon ein anderes Video aufgenommen, vielleicht habt ihr das schon gesehen, deswegen wundert euch nicht, warum der Hintergrund der gleiche ist. Ich bin nur jetzt die Woche für 4 Tage in Österreich und kann kein Video dort drehen, deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Und ich hatte mir schon länger mal das jetzt als Ziel gesetzt und es wirklich mal durchzuziehen und es vielleicht zu versuchen, zumindest in die Nähe zu kommen. Vielleicht ist es auch sogar ein bisschen dreist, das jetzt so anzugehen, aber ich finde es eigentlich in Ordnung so. Ich muss erstmal anfangen. Und zwar haben wir jetzt auf meinem Hauptkanal hier die 1 Million Abonnenten erreicht, wofür ich mich ja schon sehr, sehr oft bedankt habe und mich wirklich mega gefreut habe. Also ich kann das immer noch nicht glauben, dass so viele Menschen meinen Kanal oder so viele unterschiedliche Menschen jetzt über die Jahre meinen Kanal abonniert haben und es schon 1 Million an der Zahl sind, die mal da drauf gedrückt haben. Das ist so krank und das war halt einfach immer so eine Marke für mich. So damals hat man immer so geträumt, irgendwann mal, boah, wenn du irgendwann mal 1 Million Abonnenten hast, wird zwar eh nie passieren, aber stell dir mal vor, Alter, wie krank so. Ich weiß noch, wie ich damals hier vor dem Fenster stand, als ich 100.000 hatte und hab mir gedacht, Alter, 100.000, damit hast du nie im Leben gerechnet. So, das ist einfach heftig so. Ich weiß noch, wo ich damals 2.000 hatte oder so und mich schon gefühlt habe wie der größte King. So, nicht, dass ich mich jetzt fühle wie sonst wer. Man lernt ja auch dazu mit der Zeit, aber ich habe damals so, wo ich 16 war und 2.000 Abonnenten hatte, dachte ich schon, Alter, wer 2000 Abonnenten auf YouTube, so ich habe 2000 Abonnenten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und mit der Zeit hat sich ja auch vieles verändert. Meine Videos haben sich entwickelt. Ich habe meinen Content ganz umgestellt. Ja, wenn ich darüber nachdenke, was ich vor 3 Jahren hier für Videos hochgeladen habe, die echt super funktioniert haben. Ich hatte eine Zeit, da habe ich fast jeden Tag ein Video rausgeballert, was dann auch 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Klicks hatte. Viele Videos damals haben sogar die Millionen erreicht, was jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr so ist, aber das ist auch, das möchte ich auch gar nicht. Also gut, was heißt, das möchte ich nicht? Also natürlich freut man sich darüber, aber es muss nicht sein so. Also es ist alles cool, so wie es ist. Ich bin mega zufrieden. So war das gemeint. Und ich habe mir immer gedacht, wenn du irgendwann mal die 1 Million erreichst, so jetzt vor einem Jahr oder so, hatte ich ja nur 800.000, dann habe ich erstmal für mich selber das Ziel erreicht, was ich eigentlich niemals für möglich gehalten hätte. Klar, jetzt seit einem Jahr oder so denkt man dann schon mal dran. Aber dieses Ziel, das ich jetzt erreicht habe, ich kann das gar nicht mit einem weiteren Ziel, was in diese Richtung geht, übertreffen. Klar, ich könnte jetzt sagen, irgendwann mal die 2 Millionen, das wäre auch geil so. Aber das ist für mich gerade überhaupt nicht greifbar. Ich mache ihn natürlich weiter, so wie zuvor. Ich meine, ich habe ja jetzt auch Juri dabei, der mir sehr oft hilft. Das macht das Ganze auch viel spannender für mich. Man kann zu zweit an ein paar Sachen arbeiten und es wird weiterhin 5 Videos die Woche geben. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema hier. Ja, worum es eigentlich geht. Da schäme ich mich sehr für. Das ist jetzt 3 Jahre her oder so. Da habe ich ein Video gemacht, das war Ende 2016, glaube ich. Da war gerade dieser Trend, 1000 Grad Messer versus das und das. Und ich habe gedacht, ey, wie geil, Alter, niemand hat bis jetzt seinen Playbutton zerschnitten. Zerschneid mal deinen Playbutton oder zertrümmer deinen Playbutton. Digga, wie dumm. Ich kann euch hier gerne mal einen Ausschnitt einblenden. Das ist natürlich eine starke Erinnerung, die jetzt vielleicht ein bisschen kaputt geht, aber ich meine, er ist immer noch da und ich stelle ihn dann halt einfach kaputt in mein Zimmer. Ist doch einzigartig. Ich will gar nicht, mach die Augen zu, okay? Mhm. Ja, und mein Playbutton, so wie er jetzt aussieht, total zerbeult und so, hängt noch bei mir in Köln in meinem Zimmer. Ich bin sehr stolz auf das Ding, aber es ist halt einfach kaputt. Und immer wenn ich das sehe, denke ich mir, Alex, wie undankbar und dumm warst du, dass du für ein scheiß Video diesen Playbutton zerstört hast, der eigentlich so viel für dich bedeutet hat. Ich meine, das war die Trophäe für meine ersten 100.000 Abonnenten auf YouTube. Ja, da hätte ich eigentlich lieber 20.000 Euro verbrennen können, als diesen Playbutton zu zertrümmern, weil das steht ja für viel mehr. Und ja, ich weiß, ich bekomme jetzt bald den 1 Million Playbutton, worauf ich mich auch schon sehr, sehr, sehr freue. Der kriegt auch einen ganz besonderen Platz. Aber der 100.000 Playbutton bleibt für immer zerstört. Und es war sogar noch der alte. Es gibt jetzt wieder 9, aber das ist mir gar nicht so wichtig. Mein nächstes Ziel ist es auf jeden Fall, einen weiteren silbernen Playbutton zu bekommen. Für 100.000 Abonnenten. Für 100.000 Abonnenten auf meinem Alex Wau-Kanal, der hat schon 20.000.
auf dem ich damals Reaktionen hochgeladen habe und alles andere, alles was auf meinen Hauptkanal nicht gepasst hat, sage ich mal so. Und ich würde mich so, so sehr freuen und ich bitte euch so sehr, einfach diesen Kanal zu abonnieren. Und vielleicht haben wir das ja schon innerhalb von einer Woche gepackt. Wenn jetzt jeder, der dieses Video schaut, einfach da kurz drauf geht. Da sind auch neue Videos online, da kommen jetzt immer Videos. Ich möchte auf dem Kanal Reaktionen und so weiter machen, auch wenn das zurzeit jeder macht. Habe ich mir gedacht, so klar, viele sagen jetzt, ey, du willst nur mit aufspringen, weil es gerade im Trend ist so. Aber ich meine, ich habe das schon oft erklärt, ich gucke selber immer YouTube-Videos, schaue mir die gerne an und warum soll ich nicht drauf reagieren? Und nebenbei noch für die, die sich für interessieren, Content zu schaffen. So, deswegen würde ich mich mega freuen. Schaut euch da gerne die neuen Videos an, die schon online sind. Und abonniert den Kanal. Und ich bin mal gespannt, wann ich das schaffen werde, da die 100.000 zu erreichen und dann meinen neuen Play-Button zu bekommen. Das war eigentlich der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, mich jetzt hier hinzusetzen, um euch darum zu beten. Bitten. Hä? Alle von euch, die mich gerne mögen, und ich glaube, da gibt es ein paar von euch, sonst hättet ihr mich ja nicht abonniert, ihr würdet mir einen mega, mega großen Gefallen tun, wenn ihr einfach kurz diesen zweiten Kanal von mir abonniert. Und ich verspreche euch, da wird ab jetzt jede Woche auch 2 bis 3 Mal ein Video hochgeladen. Ich gebe mir da Mühe, genauso viel Mühe wie hier auf meinem Hauptkanal. Der Hauptkanal läuft natürlich weiter so wie immer, aber ich möchte einfach noch was anderes nebenbei machen, ja? Und man muss halt auch sagen, 5 Videos die Woche hier auf meinem Hauptkanal, das sind alles selbstgedrehte Sachen, das braucht Zeit. Das ist alles extrem zeitaufwendig. Und wenn ich dann sehe, dass sich irgendwelche Menschen hinsetzen, einfach darauf reagieren, was Creator erschaffen und da ihre Meinung zu sagen, das dauert 20 Minuten, dann meinetwegen das Schneiden nochmal eine halbe Stunde und das interessiert einfach die Leute gerade mehr und da wäre ich dumm, wenn ich sagen würde, ey, da hast du, das machst du nicht mit, aber ich könnte niemals sagen, ich mache nur das, weil da wird mir auf Dauer einfach dieses Kreative fehlen, selber irgendwas zu erschaffen, ein Video, ein richtiges Video, ja, okay, ich hoffe, das konntet ihr verstehen und wie gesagt, danke nochmal für alles. Ich habe Bock auf den Zweitkanal jetzt, das ist mein nächstes großes Projekt, großes Ziel. Hier habe ich jetzt für meine Sachen erstmal alles erreicht, das ist für mich abgehakt. Trotzdem bleibt es natürlich weiter mein großes Hobby und auch mein Beruf, hier Videos zu drehen. Und ja, ich habe Bock auf 2020, hat auf jeden Fall schon mal gut angefangen. Und mal schauen, was alles noch so kommt. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch was. Und ja, haut rein, ciao.